In einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes seien die folgenden Punkte A, B, C und D. A mit Koordinate 0, 1, 1, B mit Koordinate 0, minus 1, 0, C mit Koordinate 1, 0, 1 und D mit Koordinate R, 1, 1, wo R einen reellen Parameter darstellt. Klein a, bestimme ein System kartesischer Gleichungen der Gerade D, die A und B enthält. Klein b, bestimme die kartesische Gleichung der Ebene πr, die den Ursprung und die Punkte C und D enthält. Klein c, bestimme den Wert von r so, dass die Ebene πr parallel zu der Geraden d ist. Um kartesische Gleichungen der Geraden d zu finden, brauchen wir einen Punkt von d und einen Richtungsvektor von d. Nehmen wir zum Beispiel als Punkt den Punkt b, weil seine Koordinate zwei Nullen enthält, und als Richtungsvektor den Vektor ab, dessen Koordinate wir erhalten, indem wir von der Koordinate von b die Koordinate von a abziehen. Wir rechnen also 0 minus 0, das macht diese 0, minus 1 minus 1, das macht diese minus 2, und 0 minus 1 macht minus 1. So haben wir einen Punkt und einen Richtungsvektor der Geraden d, und demzufolge können wir sehr schnell kartesische Gleichungen dieser Geraden erstellen. Man schreibt immer x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen setzt man die Koordinate von einem Punkt der Geraden, hier also vom Punkt b. Also minus 0, minus minus 1 und minus 0. So haben wir die drei Zähler gefunden. Die drei Nenner sind gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden, also hier 0, minus 2, minus 1. Aber Vorsicht, wenn in dieser Schreibweise als Nenner 0 erscheint, so bedeutet das, dass der Zähler 0 sein muss, und das führt zu einer ersten kartesischen Gleichung der Geraden, x gleich 0. Die Gleichheit dieser zwei Brüche führt sofort zu einer zweiten kartesischen Gleichung der Geraden, hier y minus 2z plus 1 gleich 0. Und somit haben wir zwei kartesische Gleichungen der Geraden d gefunden. Da der Ursprung zu dieser Ebene πr gehört, können wir die kartesische Gleichung dieser Ebene sehr schnell erstellen. Wir schreiben, diese Determinante ist gleich 0. Die erste Spalte der Determinanten erhält man durch x, y, z, minus, 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 die Koordinate von einem Punkt der Ebene, nehmen wir den Ursprung, dessen Koordinate 0, 0, 0 ist. Also ist die erste Spalte x, y, z. Die zweite Spalte, das ist die Koordinate von einem Richtungsvektor der Ebene, nehmen wir zum Beispiel als Richtungsvektor OC, dessen Koordinate die von C ist, also 1, 0, 1. 1, 0, 1. Die dritte Spalte, das ist die Koordinate von einem zweiten Richtungsvektor der Ebene, der nicht kollinear mit diesem Richtungsvektor ist, nehmen wir als zweiten Richtungsvektor OD, dessen Koordinate die von D ist, also R1, 1. Diese Determinante ist schnell gerechnet durch die Regel von Sarrus. Wir rechnen also 0 plus R mal Y plus Z minus 0 minus Y minus X. Daher diese Gleichung, die man noch etwas anders schreiben kann. Die Ebene πr hat also als kartesische Gleichung x plus 1 minus r mal y minus z gleich 0. Die Ebene πr ist parallel zur Geraden d,
Dann und genau dann, wenn das Gleichungssystem gebildet durch zwei kartesische Gleichungen der Geraden d und die kartesische Gleichung der Ebene πr unmöglich oder unbestimmt ist. Und dieses Gleichungssystem ist unmöglich oder unbestimmt, dann und genau dann, wenn ihre Determinante gleich 0 ist. Die Determinante des Gleichungssystems erhält man wie folgt. Die erste Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von x im System. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von y im System. Und die dritte Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von z in dem Gleichungssystem. Diese Determinante kann man sehr schnell berechnen durch die Minore der ersten Zeile. Das führt dann sofort zu dieser Gleichung mit unbekannter r und diese Gleichung hat als Lösung r gleich ein halbes.